Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Flife. Mal was ganz Neues auf diesem Kanal. Genau. Und ja, wir sind wieder bei August. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir beim letzten Mal hatten. Das merke ich mir ehrlich gesagt nie. Vor allem nicht, wenn ich zwischendrin noch zig andere Folgen aufgenommen habe. Oder naja, nicht zig, aber... Naja, ich habe seit Freitag auf jeden Fall mich nicht mehr auf dem Elementor eingeloggt. Es sind schon wieder ein paar Tage. Aber ja, ich habe es euch ja gestern gesagt, war ja nicht da und so. Und ja, werde ich vielleicht später noch ein bisschen was erzählen, wie es so eigentlich war und so. Und wo, was wir überhaupt gemacht haben. Also ein bisschen halt nicht zu genau. Genau, und ansonsten, ja, machen wir jetzt halt Level Up. Also wir sind ja bei 95, 71, also kurz vorm Up. Das dürfte jetzt eigentlich nicht lange dauern, auch noch bei August. Und dann dachte ich mir, bei 85 gehen wir auf jeden Fall mal zum Mutant August und schauen uns mal an, wie viel Damage wir da so machen und so. Ob es sich dann lohnt, nicht doch noch vielleicht ein, zwei Level bei August zu bleiben. Einfach nur wegen dem Damage-Vorteil von halt Blitz-Elle. Und ja, genau, das schauen wir uns jetzt heute an. Und genau, Level Up. Und sehr viel mehr wird dann wahrscheinlich auch gar nicht passieren. Weil, ja, so viel XP kriegen wir jetzt ja nicht. Aber die 4% sollten jetzt relativ easy und schnell über die Bühne gehen. Genau, das ist ja heute Montag. Morgen kommt ja dann das USA-Drop-Event. Also 4. Juli ist ja... Ich habe übrigens nachgeschaut, 1. Juli ist anscheinend der kanadische Feiertag, Nationalfeiertag. Also muss nur kanadischer Nationalfeiertag eingeben, dann kommt direkt 1. Juli. Aber warum oder soll ich nicht... Also ich war sogar zu faul, auf Wikipedia zu klicken und schauen, was da überhaupt war. Ja, ich weiß, das ist low-key, aber... Naja, ganz ehrlich, was interessiert mich denn fucking Kanada? Ich meine, das ist das Land, was mir... Also es gibt nicht viele Länder, die mir noch härter am allerwertesten vorbeigehen. Also was in Kanada passiert oder was denn da der Nationalfeiertag ist, das ist mir einfach sowas von Wurst. Das ist einfach nur Platzverschwendung im Gehirn und ja, braucht man sich gar nicht anschauen. Ich meine, wir wissen jetzt 1. Juli, okay, aber mehr muss da nicht sein. Das reicht schon. Genau, und 4. Juli, wie gesagt, also jetzt dann am Dienstag, glaube ich. Ja, 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 genau, morgen halt. Dann Nationalfeiertag von USA. Wird interessant, was es da gibt. Also ich hoffe nicht genau die gleichen Sachen einfach nur. Oder vielleicht auch mal mehr Sachen als nur die drei. Also jetzt waren sie jetzt Special Food Box, Dark on Wine, haben wir fast 10 Stück schon, nice. Und die Sardinenrollen. Also ich hoffe, es gibt vielleicht andere Sachen. Ich meine, wir droppen davon eh nicht viel, das ist ja sowieso schon blöd genug, aber ich meine, wenn es schon was gibt, ich meine, 10, 9 Sachen hätte ich lieber zum Beispiel, keine Ahnung, gut, Refresher holt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu wertvoll wahrscheinlich für so ein Event, also zumindest wenn man jetzt von dem aus, ja, wobei Dark on Wine ist ja auch ein Power-Up, ja, Refresher holt ist, glaube ich, von der Value her besser oder höher angesehen, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, weil du es auch im Cash-Shop kaufen kannst, ja, ist ja auch egal auf jeden Fall. Mal was anderes auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar den USA Flag Lock. Wobei ich glaube, den hat mittlerweile echt jeder. Also weil den gab es ja auch mal bei diesen... Also am 4. Ja, da gibt es wahrscheinlich eh wieder Coupons, stimmt. Da gab es da nicht letztes Jahr? Doch, gab es doch, oder? Ich meine schon, am Tag der Deutschen Einheit gab es doch den German Reunification Clock. Und am 4. Juli gab es doch USA Flag Lock. Und dann France gab es den France Flag Clock. Doch, bin mir ziemlich sicher, weil ich habe auf jedem Account einen von denen, also muss es die irgendwann mal bei so einem Einlog-Event, also Coupon-Event gegeben haben. Und ach, jetzt ist der wieder da, oder was? Überall stehen Leute AFK bei August rum, das ist so schlimm. Auf jedem Server steht da einer AFK rum. Da fragst du dich halt wirklich, was machst du denn da? Kannst du eigentlich nur noch einfach hingehen und weg-ekeln mit deinen Winfield-Sachen. Achso, wobei wir benutzen gar keinen Winfield, also zumindest nicht zum Killen. Egal, wir brauchen hier nur noch 2%. Weil die OEs jetzt schon ultra klein waren, aber wenn der jetzt hier levelt, wird es auch eh nicht besser. Aber ja, wie gesagt, hoffentlich gibt es da was Cooles dann ab morgen wieder. Und ja, genau. Dann beginnt es auch morgen die letzte Woche von dem Summer Drop Event. Summer Drop. Ja, doch, Summer Drop Event. Hat schon gepasst. Müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es überhaupt irgendwo wirklich gefarmt. Also ich habe auf meinem Ranger immer noch so viele Boxen wie seit diesem einen Level-Video, weil ich seitdem einfach nicht mehr dazugekommen bin. Das war jetzt das erste Wochenende, aber jetzt am Wochenende, wie gesagt, null Zeit gehabt, null gespielt. Und ja gut, auf dem Char, wie gesagt, selbsterklärend. Und ja, wenn man sonst auf einem Farm-Char oder so, lohnt sich ja doch schlicht und einfach nicht. Von daher, ja, keine Ahnung. Weil dann sind die Sachen ja seelengebunden auf einem Farm-Char, mit dem du niemals irgendwas anderes machst, außer Events farmen. Und das ist ja auch bescheuert. Genau. Ja. Aber mal schauen, vielleicht farme ich es jetzt diese Woche oder nächstes Wochenende nochmal mehr, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich schreibe jetzt, wie gesagt, eine Menge Arbeiten noch. Das Geile wird jetzt sein, die letzten zwei, also ab dem 17., glaube ich,
Am 17. schreiben wir, glaube ich, unsere letzte Arbeit und ich glaube, das ist auch fast Notenschluss, weil, oder naja, Notenschluss gibt es so gesehen nicht, aber da schreibt dann keiner mehr was. Also die letzte Woche wird wahrscheinlich richtig chillig, weil ich dann gar nichts mehr lernen muss. Und ja, dann dürfte ich auch mehr Zeit haben, aber die letzte Woche Berufsschule ist leider nicht die letzte Woche Summerdrop-Event. Die letzte Woche Berufsschule ist nämlich ja die Woche bis zum 28. Keine Ahnung, was es noch für Tage sind, aber halt auf jeden Fall die letzte Juliwoche im Endeffekt. Die letzte volle Juliwoche, sagen wir es mal so. Und ja, aber wird trotzdem cool und vielleicht startet bis dahin das Silverheart-Event oder irgendwas anderes Cooles. Und Urlaub habe ich ja dann eh wieder im August und dann passt es schon. Auch wenn er noch nicht eingetragen ist. Wahrscheinlich cutten die mir den einfach raus, weil ich ihn nicht früh genug eingetragen habe. Aber glaube ich jetzt mal nicht. Also dürfen sie eh nicht und ja, werden sie auch nicht machen. Weil es eigentlich nur ein Joke. Genau, J.K. Rowling. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, Samstag nicht da gewesen und ja, wie gesagt, wir haben halt Geburtstag gefeiert von einem Verwandten. Gut, näher gehe ich darauf auch gar nicht ein. Und ja gut, das einzig Blöde, wie gesagt, ist halt, dass man da so lange hinfahren muss. Also, ja, es kommt halt drauf an, aber zwischen 2 und 2,5 bis 3 Stunden, 3 Stunden eher selten, aber es waren, also ich bin auch heimgefahren. Ah ja, stimmt, das ist auch noch ein fettes Ding. Also eigentlich wollte ich euch nur erzählen, an was für einer Kneipe wir waren. Oder Gastwirtschaft, whatever. Das war nämlich richtig geil, das war nämlich ja, ein ganz normaler bayerischer Gasthof, aber dass du da essen konntest, war echt alles andere als typisch, sage ich mal. Normalerweise ja Sauerbraten, also Bräten allgemein. Klasse Schnitzel und dann vielleicht das ein oder andere Steak oder so, okay. Aber die hatten einfach 6 verschiedene Steaks, Burger, ein Rinderburger, ein Summerburger, ein Sommerburger. Den habe ich aber nicht gegessen, weil der war voll eklig. Da waren so lauter so Vegetarier-Sachen und Mozzarella war da, glaube ich, da. Sowas Burger zu nennen. Aber gab es trotzdem und dann auch jede Menge anderes Zeug, also ziemlich viel Auswahl und es gab tatsächlich keinen einzigen Braten. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, einen Sauerbraten zu essen. Wenn ich weiß, was es ist, ja, kann ich euch nicht erklären, weil wenn ihr nicht wisst, was es ist, dann geht euch vergraben. Genau, aber auf jeden Fall ziemlich nice. Trotzdem gewesen, ja, weil ich habe mir erst einen Rinderburger bestellt für 7,90, war relativ billig auch. Also jetzt hier in Südbayern ist es wesentlich teurer, sowas. Da hätte ich für den Burger wahrscheinlich 12 gezahlt oder so. Vor allem in München, da wahrscheinlich 15. Genau, da habe ich mir noch ein kleines Schnitzel hinterher gepfiffen. Eine Stunde später, das war echt ziemlich nice. Ein Pfannenschnitzel. Was wollte ich jetzt machen mit Lightning? Wollte ich es machen, ne? Genau. Also halt erst Avalanche, dann... Ja, wobei, ich wäre Poison Cloud. Ja, wobei, es ist vollkommen Wurst. Genau. Ja, bei Ice Shark könnten wir dann theoretisch auch noch benutzen. Das ist ja auch ein Eisskin, ne? Wenn man es jetzt mal von der logischen Seite aus betrachtet. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Das müsste ja auch ein Eisskin sein. Ehrlich gesagt, ich will das jetzt erstmal ausprobieren, wie viel Schaden wir da überhaupt machen mit den ganzen Skills, weil sonst weiß ich ja gar nicht, ob sich das überhaupt rentiert. Das hier ist Watermaster auf Alt 3. Greifen wir mal einen an, der möglichst einzeln steht, sonst habe ich jetzt hier 10 Viecher an der Backe. Also Ice Shark macht 5-1. Okay, das geht. Das sind 6 Level über uns. 5-4 macht Poison Cloud. Und Avalanche macht... What? What, really? Oh, okay. Das heißt, Ice Shark und Avalanche relativ eher gleichmäßig und Poison Cloud tatsächlich der Beste, okay. Ja gut, und Electric Shock wird wahrscheinlich 4-3 oder so machen, 4-1. Ja gut, dann kommt auf jeden Fall Ice Shark auch noch mit rein. Und warum tue ich die nur einmal rein, nochmal zur Erklärung? Weil die alle einen Cooldown haben, das heißt, im Action Slot sind die relativ useless. Und auch zum normalen Angreifen sind die ziemlich schlecht. Also zum Pullen werden wir weiterhin Windfield benutzen. Und zum normalen Eingreifen benutze ich einfach auch weiterhin den Blitzskill, weil ich habe keinen Bock, hier 10 Tasten zu drücken wegen den dämlichen Cooldowns. Also ehrlich gesagt, da glaube ich, ist es besser so einfach. Da haut zumindest der Action Slot zumindest gut Damage raus. Jetzt brauchen wir ja dreimal diese Master Skills, das passt schon, glaube ich. Und habe jetzt noch irgendwas vergessen. Ja, bei denen wäre es vielleicht tatsächlich ratsam, man sieht es an dem... Alter, was zum Teufel? Man sieht es an dem Damage. Immer wieder Fun und Vor reinknallen. Gut, Fun ist in dem Fall, ja. Wie sagt man... Ach, fällt das Wort nicht ein, Alter, wie sagt man da,
Alter, das gibt's nicht. Ey, ich hab grad mega den Brain Lag. What the fuck, Alter? Wie heißt denn das Wort, wenn man was, Junge, what the fuck, Alter? Zu viel in der Schule gehockt. Ich meine, ich habe halt nur 3 Stunden geschlafen, okay, aber. Holy shit. Ja, keine Ahnung, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es ist halt zweitrangig, wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen, aber das ist falsch. Ich meine, ja, wenn man halt was nicht benutzen muss, aber es trotzdem tut, weil es besser ist? Keine Ahnung, Alter, was weiß ich, ey. Keine Ahnung. Wir tun auf jeden Fall einen Death-Ballon wieder rein. Ich bin blöd. Wenn der Pink-Ballon abgelaufen ist mit ATK. Und schauen wir uns mal an, wie das hier funktioniert. Okay, der Damage, den wir bekommen, der geht noch. Ich betone noch. Jetzt kommt erstmal kein Heal mehr. Ja, okay, der Damage. Ich glaube, da waren ein paar Crits dabei. Jetzt sind ja die ganzen normalen August gestorben, ne? Ah, ne, die Mutants ist auch schon tot. Ja, das Problem ist halt, dass der Cooldown vom Action Slot so extrem lang ist. Auf die XP habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber ich glaube, wir hatten 0,01, also hat es 1,16 gegeben. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, weil wenn ich hier viele nehme, ist das Risiko zu sterben schon echt immer. Hier sowieso, hier sollte man es eigentlich sowieso nicht, aber jeden mit den ganzen Mammuts in der Nähe, das ist sowieso mega high risk. Weil ihr das wahrscheinlich sehen wollen würdet. Erstens, wie ich sterbe und zweitens, dass ich endlich mal beim Mammuts level. Aber ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, lohnt sich das? 1,16 war jetzt nicht so viel und so wenig Mobs waren das jetzt eigentlich auch nicht. Und bei den normalen August wäre die AOE halt in 3 Sekunden down gewesen gefühlt. Beziehungsweise halt mit einem Action-Slot und ich wäre einfach weitergegangen, hätte die nächste gemacht, so. Ich weiß nicht. Ist halt so blöd, dass es kein. Also ich verstehe, sie hätten es halt so machen müssen, jetzt aktiviere ich auch noch den falschen Skill. Dass man von jedem AOE-Skill einen hat, der keinen Cooldown besitzt. Also ich verstehe es ehrlich gesagt sowieso nicht, warum die das so gemacht haben. Weil. Ja, keine Ahnung. Es ergibt halt einfach. Das sind wieder solche Sachen, weißt du, da. Ich meine, Elementor ist so logisch aufgebaut. Er hat für jedes Element einen AOE-Skill und ja, also kein. Ach so, Moment mal. Ist Ice Shark überhaupt ein AOE-Skill? Ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ist das überhaupt ein AOE-Skill? Schon, oder? Alle Elementor-Skills sind. Nee, eben nicht. Firebird ist ja auch keiner. Wait a minute, ist es überhaupt ein AOE-Skill? Holy moly. Nee, ist es nicht? Oh Gott, Alter, ich sehe schon wieder die Kommentare. Ja, das ist kritisch hier. Das ist wirklich wahrlich kritisch. Poison Cloud ist gar nicht mal so schlecht, weil die noch hier Zeitschaden macht, die 400. Ich meine, das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ah ja, aber die sind schon stark. Ich meine, man muss jetzt noch 50 Death von dem Ballon dazu rechnen. Und das waren jetzt schon relativ viele. Ich sag mal, das war jetzt schon eine. Also sehr viel größer kriegt man sie wahrscheinlich eh nicht. Wie viel hat es da jetzt gegeben? Ist die Party noch voll? Oh, okay, man ist rausgegangen. Ich weiß nicht, ob der vorher auch schon draußen war. 1,17, also haben wir 1,18 bekommen. Also im Endeffekt genauso viel wie vorher. Also auf jeden Fall tun wir jetzt erstmal Ice Shark daraus, weil sonst. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich wäre, wie gesagt, ein paar Tage nicht mehr gezockt. Wie lang ist denn der Cooldown von Avalanche? Wahrscheinlich zu lang. Ja, 14, ja, das kannst du vergessen. Ich wollte ihn jetzt am Ende vielleicht nochmal reintun. Und Poison Cloud, wahrscheinlich auch nicht sehr viel kürzer, ne? Ja, wobei doch, Poison Cloud ist schon kürzer. Ich weiß nicht, wie sehr viel kürzer. 6 Sekunden. Und wie lange dauert der. Wartet mal kurz. Wie lange dauert der Action Slot zum. Na gut, wir können es einfach mal ausprobieren, ne? Ob es durchgeht oder nicht. Schau mal. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ach, das ist dann automatisch einfach weg, oder was? Nee, doch. Ja, aber es bringt nichts. Das Cooldown ist zu lang. Und Cooldown Reduction gibt es ja in dem Spiel leider nicht. Ja, und Leute, sag mal Dropbox. Also geht das schon mal nicht. Man könnte theoretisch noch Burning Field einsetzen. Weil dann kriegen sie auch nochmal wiederholt Damage. Aber ist eigentlich. Ja, ist eigentlich egal.
Dann können wir mal schauen, was die Skills vielleicht so Damage machen. Vielleicht machen die mehr. Soll ich die mal maxen? Also wir haben ja kein Element. Also wäre es ja eigentlich Wurst, was ich hier hochskill. Warte mal kurz, dass wir jetzt auch mal ausprobieren, wie stark die Skills sind. Weil wenn wir eh keinen Damage-Vorteil haben. 5-2. Ja, ganz ehrlich, dann nehme ich nämlich noch den statt dem Lightning Strike, weil das ist dann auch nochmal klüger. Wobei, wir hatten gerade keinen Lightning Master drin. Warte mal kurz. 4-3. Nee, da machen wir 900 Schaden mehr. Das ist definitiv besser so. Warte mal, 5-2, da machen wir mit einem Skill ohne LM. Kann das überhaupt sein? Aber nochmal kurz. 5-2. 5-6. Und Avalanche hat sich mal wieder verzogen. 5-5. Wow, unser Nicht-Element-Gedingenster Skill macht fast so viel Damage wie unsere Element-Vorteil-Skills. Ich bin gerade ultra schlecht im Reden. Wie gesagt, ich hatte heute nicht viel Schlaf. Aber gut, dann machen wir das auf jeden Fall so. Der hat auch keinen Cooldown, ne? Oder hat der? Der hat keinen Cooldown, oder? Doch, der hat einen Cooldown. Ah, schon wieder vergessen, ey. Oh Mann, ich bin dabei echt nicht auf der Höhe. Der hat ja auch einen Cooldown. Ja, wenn wir alle drei benutzen, aber dafür haben wir gleich nicht genug Skillpunkte. Ne, haben wir nicht. Ja, einen zweiten könnten wir noch hoch machen. Dann könnten wir zwei... Das hier ist gerade sowas von... Ja, was ist denn jetzt überhaupt los, Leute? Ich dachte es mir auch schon, warum habe ich eigentlich Lightning Strike auf der 1? Ich bin vorhin auf Ö gekommen. Okay. Jetzt killen wir die hier mal. Ja gut, mit Windfeed gegen Feuermobs ist jetzt auch nicht das Allerklügste. Ah, Meteorschauer. Mhm. Dann machen wir... Schauen wir, wie viel Damage der macht. Ich hätte es in die Leiste runterziehen. Müsste ich... Warum macht der jetzt nur 4-5? Das ist jetzt komisch. Hä? Was? Hä? Ist irgendein Buff abgelaufen? Ja, Mental sein. Nee, doch nicht, da oben. Nee, hä? Was ist jetzt abgelaufen? Ach, hatte ich gerade linke Tag an, oder was? Nee, ich bin ja gar nicht Party, leider. Nee. Hä? Was? Warum mache ich jetzt weniger Schaden? Jetzt, komme ich nicht mehr ganz mit. Hatte ich gerade... Was hatte ich gerade an? Hatte ich gerade irgendwas an? Ja, wir haben doch gerade 5-2 gemacht. Ich bin doch nicht bescheuert. What the fuck? Werd bloß nicht geslowt, Mistvieh. Hä, warum macht denn jetzt Meteorschauer 5-2? Hey, Moment mal, ich hab Feuer... Hä, aber das hat doch kein Element. Haben sie mir alle gesagt. Wo ist ein Earthmaster? Hier. Sandsturm müsste Earthmaster sein. Ach, jetzt habe ich nicht genug MP. Alter, warum macht denn das viel so viel Damage? Alter, 800er Crits, da stirbst du ja sofort. Holy moly. Jetzt Sandsturm. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Das hat ja doch Element Power. Ah, oder ist es... Nee? Das ist ja bei Meteorschauer auch so. Hä? Hä? Warum crittet das Viech 1-3? Wer auch immer das im Stream war... Ach, das ist immer wieder das gleiche in Flife, weißt du? Die Leute erzählen dir irgendwas, du vertraust darauf. Das ist ja... Dann haben die ja voll den Schwachsinn erzählt. Alle haben gesagt, das hat kein Element. Die Skills, ich hätte es vielleicht auch einfach mal ausprobieren können, klar, aber... Ich meine, ich bin Elementor Noob, ich vertraue dann schon ein bisschen drauf, wenn mir jemand was erzählt. Man sieht eindeutig, macht 800 mehr, wenn ich Fire und Earthmaster drin habe. Junge, ey, man darf einfach wirklich niemandem glauben. Man muss es einfach selber ausprobieren. Es ist wirklich so. Das heißt jetzt nicht, dass ich niemandem mehr was glaube, aber ich meine, ganz ehrlich, es ist so viel Müll wird einem erzählt und man glaubt es einfach gutmütig und stellt dann ganz andere Sachen fest. Ah, ja, aber da muss ich jedes Master, da muss ich Earthmaster, Firemaster, Lightningmaster und Windmaster aktivieren. Ach du Heilige. Weil mit Windfeed, ja doch, mit Windfeed pullen bei denen auf jeden Fall, weil die viel zu viel Schaden machen. Wenn die nicht slowed sind, dann kannst du es komplett vergessen. Oh Mann, ey. Brauchst du noch einen zweiten Action-Slot, wo alle Master-Dinger drin sind? Ja, benutze ich alles. Ne, Wasser benutze ich auch. Da muss ich echt alle 5 dauerhaft aktivieren? No way.
Ah, jetzt probieren wir das erste Mal aus. Also Sandsturmhammer, Meteorschauerhammer und dann theoretisch noch Lightning Storm. Aber den haben wir jetzt noch nicht auf 10 leider. Dann hätten wir auch fast den vollen Action-Slot voll. Den vollen Action-Slot voll, genau. Er ist halt behindert, dass ich Eis. Ach, ist es blöd, dass ich Ice Shark gemaxt habe. Ich habe leider kein Reef-Skill mehr, oder? Hatte ich nicht noch eins oder habe ich das weggeworfen? Wahrscheinlich habe ich es weggeworfen oder wir haben es doch zwei benutzt. Ich weiß gar nicht mehr. Bah, das ist jetzt eine Folge, wo ich die ganze Zeit nur rumgestanden habe und mich wie immer wie ein Trottel verhalten habe. Aber ganz ehrlich, ich habe auch einfach geglaubt. Ich habe es jetzt auch gerade überhaupt nicht gecheckt, weil ich dachte mir so, Master Skills verstärken die Skills gar nicht. Warum mache ich plötzlich 800 Schaden weniger? Deswegen war ich jetzt auch gerade so mega brainfucked, weil, hä? Aber das ist halt wieder wie immer, ich sag's ja, das ist, man darf einfach wirklich, man muss es einfach selber rausfinden. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Was wir jetzt noch kurz gucken können, ist, ob wir mit gucken können wir jetzt gar nichts, aber also gucken im Sinne von kochen. Können wir mal kurz schauen, ob Earthquake mehr Schaden macht als Lightning Master. 4-4. Also nicht als Lightning Master, sondern als der. Ne, er macht genau gleich 4, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, dann bleibt man auf jeden Fall. Ja, wobei, nee, dann nehmen wir schon Erde, weil dann müssen wir nämlich Lightning Master nicht mehr aktivieren. Aber Lightning Master hat kein Target. Ach, meine Güte, ey. Das ist jetzt so ein Struggle-Elementor zu spielen. Ohne Witz. So viel musste ich noch nie nachdenken bei einer Klasse. Vor allem nicht an einem Tag, wo Brainpower eh auf Null ist. Ach du. Ah, die haben sich alle bei den Mammuts versammelt, ey. Da fühlen sie sich sicher, hä? Fühlt euch beschützt. Ich töte euch trotzdem, ihr Mistviecher. Okay, also Lightning Master brauchen wir noch. Und Fire Master brauchen wir auch noch. Ich glaube, jetzt haben wir alle drin. Ne, haben wir nicht. Wasser fehlt. Und Earth läuft auch gleich wieder ab. Holy moly. Ist das ein Struggle hier? Jetzt haben wir alle fünf aktiviert. Okay, passt. Puh. Das hat es gedauert, das Ganze mal zum Laufen zu bringen. Jetzt sind wir eigentlich gut vorbereitet, sag ich mal. Oder gibt es noch eine bessere Variante? Ich glaube nicht, Burning Field ist ziemlich schwach. Der macht überhaupt keinen Schaden, der Skill. Ich meine, sicherlich, das Burn über Zeit ist nicht schlecht, aber ja, bringt jetzt eigentlich auch nichts wirklich, weil das macht 600 Schaden und das seit halt 5 Mal oder so. Kommst du auf 3000, statt dass du mit einmal Meteorschauer oder so 5000 machst. Jetzt schauen wir nochmal. Zack, 6000, 5800, 5900. So töten wir die AOE auch. Genau, dann braucht es noch einmal Lightning. Ja, perfekt. Jetzt passt nämlich auch der Damage. Wenn wir dann noch Lightning Storm maxen, dann haben wir einmal Electric Shock weniger. Und dann können wir vielleicht mal schauen. Aber naja, ich glaube, der Cooldown ist bei jedem Skill zu lang für den Action Slot zweimal. Wäre auch krass, weil ich meine, der Action Slot geht ja in 3-4 Sekunden runter. Und ja, weil wenn du überhaupt einen Cooldown auf dem Skill machst, dann muss er ja länger sein als 2-3 Sekunden, weil sonst macht es ja keinen Sinn, überhaupt einen Cooldown drauf zu tun. Wir könnten ihn jetzt theoretisch schon mal auf 6 machen. Oh, mich ärgert es jetzt so sehr, dass ich Ice Shark gemaxt habe, das war halt mega der Brain Lag. Und ich habe auch nicht gedacht, dass. Ja, wie gesagt, das war halt blöd. Wir müssten, glaube ich, trotzdem mehr machen. Ja, genau, wir machen trotzdem mehr. Dann passt es, dann scalen wir den jetzt einfach immer hoch. Perfekt. Ja, gut, dann. Sorry, dass die Folge jetzt so ultra lang ist mit so einem Müll quasi, aber. Ich meine. Vielleicht hilft es in einem oder anderen von euch auch, der Noob ist und selber noch nie Elementor gespielt hat und selber davon wenig Ahnung hat, weil, wie gesagt, du hast halt bei Feuer, ja doch, bei Feuer. Also du hast halt kein Wasserskill ohne Cooldown und du hast kein Feuerskill ohne Cooldown. Das heißt, man muss sich da schon was überlegen oder man überspringt diese Monster einfach, wie ich es auch eigentlich gerne machen würde, weil es halt einfach, ja, weil es einfach einfacher ist. Aber, ja, das ist der zu einfache Weg, das ist der Weg für Weicheier. Wir nehmen den harten Weg, denn nur die harten kommen in den Garten. Aber ja, ich meine, man muss es halt einfach ausprobieren und das habe ich jetzt halt gerade gemacht. Normalerweise andere Leute würden das jetzt sowas Off-Video machen und dann einen auf Obercool machen und hier so einen mega Guide raushauen, wie das richtig geht und wie man den meisten Damage raushaut. Aber ich mache halt den knallharten Hardcore-Test im Video. Genau. Ja gut, aber jetzt passt der Damage, weil jetzt machen wir genug Damage, dass es hier auch relativ fix geht. Schaut, die haben so wenig HP, das sind 2 Hits noch. Wenn Lightning Storm, wie gesagt, Max ist und wir vielleicht noch ein Level-Up mehr haben. Ich meine, die sind ja trotzdem 6 Level über uns, das darf man jetzt auch nicht verachten. Also, die sind jetzt halt auch wirklich wieder höher als wir. Ja, dann passt es schon. Mit dem Ballon haben wir wieder mehr Def mit dem blauen. Gut, die haben wir halt nicht für immer, die blauen Ballons, aber noch haben wir ja 4 Stück oder so. 5, ja, das sind 30 Stunden, das passt. So werden wir auf jeden Fall in 30 Stunden schon weit kommen, denke ich mal.
Machen wir auf jeden Fall jetzt nochmal eine große. Oder probieren wir mal eine große. Ah, ist irgendwas abgelaufen? Product, ja, das ist sehr wichtig. Gut. Ja, meine Güte, ey. Ja gut, man muss natürlich bedenken, wir haben jetzt wieder Fun drin. Das hatten wir vorher die ganze Zeit nicht drin. Aber spielt es eigentlich so eine große Rolle, weil davon habe ich so viele. Und wir haben ja gesagt, wir werden die zum Leveln benutzen. Also, ja. Aber ich meine, ich wollte es nur anmerken, weil vorher bei August hatten wir es die ganze Zeit nicht drin, weil es ja auch Verschwendung war, weil die Mobs waren ja genauso hoch wie wir. Und ja, ich meine, da baller ich ja kein Power-Up rein. Ich meine, auch wenn wir es gratis bekommen haben bei der Monster-Invasion, muss man es ja nicht komplett sinnlos verschwenden. Vor allem, wenn ich nicht mal eine Stunde Level, das sind nur 20 Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde, wenn ich danach noch kurz was oder mache oder davor Level, aber ja, so zum Ausprobieren hat es sich jetzt schon, denke ich mal, gelohnt. Oh, da drüben sind viele. Ich fürchte, so viel werden wir nicht mehr bekommen, dann rennen uns die Hälfte weg und wir haben, glaube ich, gerade eine ganz gute Meute am Start. Ja, es müssten eigentlich schon über 20 sein. Das Problem sind halt hier wieder die Crits. Das ist das, was mich die ganze Zeit schon so genervt hat. Uff. Don't die on me. Don't die on me. Jetzt dürften die ersten fallen. Oder auch nicht. Jetzt dürften die ersten fallen. Oh Mann, das gibt's nicht. Das ist uns jetzt der blaue Ballon so zum Verhängnis. Oh, was? Wait a minute. Was? Hey, wann sind die jetzt alle gestorben? Ich habe überhaupt nicht gescheit hingeschaut. Ich dachte, wir werden immer noch von so vielen verfolgt, aber irgendwie sind jetzt schon alle gestorben. Boah, Mann, ist das anstrengend, ey. Okay. Ja, aber das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben halt einfach zu wenig Def trotzdem. Ich hätte halt echt gern diesen Stamp plus 18 gehabt und dann hätten wir wirklich auf Damage gehen können. So, ja, 31 Int ist halt wesentlich weniger Value als 31 STA. Gehen jetzt mal noch kurz Town. Kaufen kurz Red Pills, weil das muss ich jetzt im Video machen, weil sonst vergesse ich es wieder. Dann können wir von mir jetzt noch ganz kurz Shops durchschauen. Haben wir heute mal eine lange Special-Folge. Ja, ich lerne dann eh, deswegen ist es egal, ob der PC hier rendert oder nicht. Na gut, heute werde ich auch nicht so viel lernen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Bis 4 Uhr Schule oder bis, na gut, 10 nach 3 war es eigentlich nur. Ja, Stunde eher aus, aber trotzdem. ja, muss ich nicht auch noch den ganzen Tag lernen, ey. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Scheißdreck, ey. Genau. Kurz Karten ein da. Upsala, upsala. Ihr habt nichts gesehen. Entschuldigung. So. Kaufe ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Ich kaufe jetzt einfach 200 Red Pills, weil. Ja, oder? Ja, Gold Pills lohnen sich bei uns einfach nicht. Red Pills 400. 4000. 2000. Jo, wahrscheinlich, oder? 200. 2,4 Mio. Ja, das passt schon. Ich habe halt auch meinen alten G-Staff für 7,5 Mio verkauft, von daher passt es. Sind wir immer noch im Plus, wie man so schön sagt. In anderen Gaming-Szenen. Ja, das ist wirklich. Ja, es ist schwierig. Was wir auf jeden Fall nicht machen können, ist den Teberhelm wegtun mit den 26 SCA. Weil die, ohne die ist es unmöglich, bei Mutant August zu AOEen. Vernünftig zu AOEen. Also dann geht es wieder nur mit Hit and Run und bei Hit and Run. Also Hit and Run bei Feuermonster mit Windfeed ist nicht das Optimalste, was man machen kann. Ihr habt da den Damage gesehen, da haben wir einfach mal 2000 weniger gemacht, das mit den ganzen Wasser- oder Sandstorm, Meteorschauer und so weiter und so fort. Skills. Ja, ist echt ein Struggle. Wir haben eigentlich schon nicht wenig jetzt hier. Wie viel haben wir denn? 249, wir haben auch nicht so wenig. Was uns halt auf jeden Fall fehlt, ist einfach der reine HP-Wert, das HP-Rate fehlt uns. Wir haben auch relativ viel STA eben, also da könnte auch relativ viel skalieren, also Z plus 8, 28%, wird man wahrscheinlich easy auf über 20k kommen. Naja, gut, wollen wir nicht übertreiben, aber ja, auf jeden Fall wird man einiges bekommen. Und ja, gut, Shops wollte ich eigentlich durchschauen, nicht nur dran vorbeilaufen. Ja, Astro-Tickets 15 Mio, wie viel habe ich denn da noch, das weiß ich gar nicht. Oh, ey, wie teuer das Food ist, pff, 31 Stück für 300k. Wird bestimmt jemand kaufen. 100 mal Darkon Wine. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was man da noch ändern könnte. Aber eigentlich ist unser Equip zum momentanen Zeitpunkt halt leider auch eigentlich fertig. Wo kommen die ganzen Ausritt-Tickets jetzt plötzlich wieder her? Die ganze Zeit kein einziger Shop wieder mit welchen gehabt und jetzt plötzlich wieder zig Shops hier voll. Und zwar auch komplett voll. Ja, wie gesagt, also. Läuft mir da jemand hinterher und schreibt Hi.
alles fit im Schritt. War jetzt stehen geblieben. Ja, wie gesagt, also eventuell doch die Fusion. Die Fusion auf STA ändern. Ich meine, nochmal 22 STA ist ja fast ein Stamp plus 18. Fast. Könnte eventuell reichen. Ja, voll auf englische Abkürzungen. Ja, könnte reichen. Was könnte man ändern? Nicht viel. Eigentlich gar nichts. Also. Na gut, eine Suit. Ja, wobei, stimmt, wir haben keine Suit. Stimmt. Unsere Suit ist ja so ultra bad. Die bringt ja nicht mal Damage. Die bringt sogar Minus Damage. Aber dafür wenigstens 350. Naja, gut, mit den. Ja, 4 Ints sind, glaube ich, nur 20 oder 30 MP oder so. Läuft er mir jetzt hinterher, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wirklich verstanden hat. Weil er in die andere Richtung geschaut hat. Er steht einfach immer noch da. Okay, ja gut, vielleicht macht das auch mit einem anderen Schuss. Könnte ich auch sein. Ja, ich denke mal, ich beende jetzt die Folge, sonst geht es eh viel zu lang. Was? Egal, also wie gesagt, müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall eine Mioran-Suit mit STA, gut, dann sollten unsere Probleme vorerst wieder ein bisschen besser gelöst sein. Ich meine, so schlimm ist es ja nicht, wir haben es ja die ganze Zeit gehabt, aber das Problem ist halt jetzt mit dem Element-Nachteil, den wir haben quasi. Ja, wobei, so schlimm ist es gar nicht. Naja, doch eigentlich schon, weil Electric Shock wäre auch nochmal eigentlich 6000 Damage und dann ein Hit danach nochmal 6000, dann wären sie eigentlich tot. Sind sie aber nicht, weil wir eben Electric Shock benutzen und kein Wasserskill. Hier habe ich gerade erst gekauft. Ja gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, macht's gut jetzt rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Sorry nochmal, dass es jetzt heute so, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Jo, auf jeden Fall fürs Einschalten, macht's gut jetzt rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.